Sehr geehrter Herr Schäfer, sehr geehrter Herr Westphal, sehr geehrter Herr Lammen, Frau Freischem, aber ich darf auch heute Abend hier den Vorsitzenden des Ausländerbeirates, Herrn Marinus, begrüßen. Meine sehr geehrten Damen und Herren und liebe Schülerinnen und Schüler, das menschliche Gesicht ist der wohl interessanteste Teil der Erdoberfläche. Und mit diesen Worten des deutschen Physikers Georg Christoph Lichtenberg überbringe ich Ihnen zur heutigen Ausstellungseröffnung die Grüße unseres Oberbürgermeisters Dr. Berthold Tillmann, des Rates und der Verwaltung der Stadt Münster. Viele lebendige, interessante Gesichter sehen wir hier in der Ausstellung über das Projekt Baumgartsbrunn in Namibia. Gesichter von Kindern, die über eine starke Ausdruckskraft verfügen. Gesichter, die uns in vielfältiger Weise ansprechen und uns neugierig machen auf die Lebensumstände dieser Kinder und auf das, was sie von uns und anderen Kindern unterscheidet. Der Hauptunterschied liegt wohl klar auf der Hand. Alle diese gezeigten Kinder kommen aus einem afrikanischen Land, das durch hohe Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne sowie die weltweit ungleichste Einkommensverteilung gekennzeichnet ist. Die Kinder leben in Armut und sind nach unseren Maßstäben benachteiligt gegenüber unseren eigenen Kindern, denen bildlich gesprochen für ihre Zukunft alle Türen offen sind. Dennoch sehen wir hier viele fröhliche Gesichter, die Zufriedenheit auch ausstrahlen. Dies ist zu einem großen Teil der Verdienst dieses Projektes des Schiller-Gymnasiums mit der Partnerschule Baumgartsbrunn. Hier sind Schüler für Schüler aktiv. Hier verhelfen Schüler anderen Schülern zu einer besseren Ausbildung und geben ihnen damit das Rüstzeug, sich selbst zu helfen, denn Bildung ist ein Schlüssel, der viele Türen öffnen kann. Für besonders wichtig halte ich es in diesem Zusammenhang, dass die Schüler im Rahmen des Projektes die Möglichkeit erhalten, an Schüleraustauschen teilzunehmen und sich ein eigenes Bild vom Leben in Namibia zu machen. Als Bürgermeisterin der Stadt Münster weiß ich, wie wichtig es ist, sich nicht nur auf die eigenen Balancen zu konzentrieren, sondern offen zu sein für was Neues. Und im Zuge der Globalisierung kann man es sich nicht leisten, nur auf sich selbst zu schauen. Der technische Fortschritt ermöglicht es uns, globale Beziehungen zu intensivieren. Dies geschieht nicht nur auf der Ebene von Gesellschaften, Institutionen und Staaten, sondern ganz besonders erfolgreich auch auf der individuellen Ebene. Aus meiner Erfahrung bei der Stadt Münster ist mir bewusst, dass Schüleraustauschprogramme zum Beispiel im Rahmen von Städtepartnerschaften ebenfalls sehr förderlich sind. Nichts baut so effektiv Vorurteile ab wie persönliche Begegnungen und Kommunikation. An einem Projekt beteiligte Menschen, die einen persönlichen Kontakt aufgebaut haben, engagieren sich zumeist intensiv auf sozialer Ebene. Zum einen, um für ihre Partner wertvolle Sach- und Geldspenden zu akquirieren. Zum anderen, um durch Vorträge und Ausstellungen wichtige Informationsarbeit zu leisten, um Vorurteile abzubauen und das Verständnis der unterschiedlichen Kulturen füreinander zu wecken. Genau dies ist auch das Ziel der heutigen Veranstaltung. Jeder von uns kann bei der Entwicklung der Zukunft mitwirken, kann sie beeinflussen und Herausforderungen annehmen. In Münster gibt es besonders viele Gruppen und Initiativen, die sich entwicklungspolitisch engagieren. Diese repräsentieren einen wichtigen Teil
der politischen Kultur in unserer Stadt, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Um dieses Engagement entsprechend zu würdigen, hat die Stadt Münster seinerzeit den sogenannten Nord-Süd-Preis ausgelobt. Es war mir eine Freude und eine besondere Ehre, diesen Preis für vorbildhaftes, nachhaltiges, entwicklungspolitisches Nord-Süd-Engagement in diesem Jahr an Solarnet International e.V. und das Schiller-Gymnasium Münsters zu verleihen. Dabei möchte ich aber nicht verschweigen, dass der Nord-Süd-Preis nicht der einzige Preis ist, den das Projekt bislang erhalten hat. Aus den Händen des Bundespräsidenten Horst Köhler erhielten die Projektteilnehmer für ihren Beitrag am Wettbewerb Alle für eine Welt für alle den Sonderpreis der Welthungerhilfe. Der prämierte Bildband, der von den Schülern des Schiller-Gymnasiums erstellt wurde, ist auch ein Teil dieser Ausstellung. Und ich freue mich, dass dieses außergewöhnliche und wichtige partnerschaftliche Projekt Baumgartsbrunn ausgerechnet an einer Schule in unserer Stadt Münster ins Leben gerufen wurde und möchte mich dafür ausdrücklich bei Ihnen, Herr Lamm, als Geschäftsführer des Vereins Solarnet International und Herrn Hamerski als Leiter der Medien AG für Ihr herausragendes Engagement bedanken. Mein besonderer Dank gilt natürlich auch allen Schülerinnen und Schülern, die sich so überzeugend an dem Projekt beteiligen. Ohne euch wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Ihr habt es mit Leben gefüllt. Nicht zuletzt danke ich auch der LBS, dass sie ihre Räumlichkeiten für diese Ausstellung zur Verfügung stellt und damit das Projekt Baumgartsbrunn unterstützt. Ich wünsche allen Besuchern interessante Einblicke und Anregungen, damit die Begegnung der Kulturen gelingt und das Verständnis füreinander wächst, denn wir leben alle in einer Welt.